Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen schönen guten Morgen allerseits. Diese Halle hier hat für mich eine besondere Bedeutung. Vor sehr, sehr langer Zeit habe ich dort in der Ecke, wo jetzt unsere Technik steht, einen großen Holzkasten bearbeitet, wo die Kabel für die Bagger in der Grube, hier in den Kohlegruben nebenan, verbunden worden. Ich habe nämlich hier in dieser Halle eine Ausbildung zum Elektromonteur gemacht. Es ist ein Weilchen her, aber ich habe die Halle wiedererkannt und deswegen hat dieser Vortrag heute für mich eine ganz spezielle Bedeutung, auch emotional. Und mein Vortrag ist so ein bisschen wie dieses Bild da angelegt. Ich bin nicht imstande, Ihnen einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Ich bin zu wenig Wissenschaftler dafür. Ich möchte Ihnen einen emotionalen Vortrag anbieten. Einen Vortrag, der Sie einmal damit vertraut machen soll, was es eigentlich bedeutet, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigt. Wir steigen ja gleich, wir sind das einzige Land der Welt, das aus zwei Energiequellen gleichzeitig aussteigen will. Und eine davon ist eben die Kernenergie. Und ich würde Sie gerne einmal dahin führen, was das bedeutet. Es sind ja nicht nur technische Anlagen, die wir wegschmeißen. Wir schmeißen ja ein bisschen mehr weg. Und das möchte ich Ihnen heute gerne etwas näher bringen. Um das zu verstehen, möchte ich erst einmal dahin gehen, wie ist das eigentlich gekommen, dass die German Angst, die deutsche Angst vor der Kernenergie so dramatisch geworden ist. Und ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht, was in 1987 entstanden ist. So, der Widerstand gegen die Kernenergie in Deutschland ist älter. Aber 1987, ein Jahr nach Tschernobyl, ist in Deutschland ein Buch erschienen. Das Buch ist von Gudrun Pausemann geschrieben worden, einer Unterstufenlehrerin, und heißt Die Wolke. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch Die Wolke kennt. Könnten Sie sich mal melden? Es sind also nicht allzu viele. Das erstaunt mich, weil das Buch in der Folge zur Pflichtliteratur für Schüler geworden ist. In den Schulen hat man Die Wolke als Pflichtliteratur in einigen Bundesländern benutzt. Und ich möchte Ihnen mal einen Eindruck zeigen, was dieses Buch so beinhaltet. Es ist nämlich im Jahr 2006 verfilmt worden. Und ich zeige Ihnen jetzt den Trailer aus dem Buch Die Wolke. Ich hoffe, dass das hier mit der Technik jetzt klappt. Wir haben es ausprobiert, es sollte eigentlich gehen. Wir brauchen ein bisschen Sound. Ich habe ein Auto. Das ist wahrscheinlich Marc Ebersberg. Wie, das AKW? Innerhalb des Kernkraftwerkes Marc Ebersberg bei Schweinfurt hat sich heute gegen 10 Uhr ein kerntechnischer Unfall ereignet. Hey Jungs, heute können wir echt machen, was wir wollen. Und es interessiert keine Sau. Wenigstens die Bullen, ey. Entschuldigung. Tante Helga hat aus Hamburg angerufen. Wir sollen in den Keller gehen. Keller, das seid ihr nicht sicher. Du nimmst jetzt deinen Bruder und fährst los. Hörst du? Los! Mama, ich warte hier auf Elmer. Er hat ein Auto, der kann uns mitnehmen. Mama? Ich kann nicht mehr. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie das verstehen wollen, warum die Deutschen so ängstlich sind in Richtung Kernenergie, sich diesen Film anzutun. Sie können ihn im Internet finden. Sie müssen eingeben Full Movie, Die Wolke. Und dann müssen Sie es aushalten, dass der Film mit slowakischen Untertiteln läuft.
aber dann können Sie sich kostenlos angucken. Wie geht das hier weiter? Sie haben das, das war so eine Startsequenz. Das Buch beschäftigt sich mit einem kerntechnischen Unfall im Kernkraftwerk Gundremmingen. Mark Ebersberg steht für Gundremmingen. Und wenn Sie den Film sich ansehen, dann werden Sie sehen, dass also man hat nichts von den Klischees über Kernenergie in diesem Film ausgelassen. Der kleine Junge, den Sie gesehen haben, stirbt. Die Wolke aus dem Kernkraftwerk, die Strahlenwolke, wird als Gewitterwolke dargestellt. Und mit Blitz und Donner kommt sie an und jeder, der unter diese Wolke gerät, wird strahlenkrank. Das hübsche Mädchen, das Sie hier gesehen haben, sehr gut gecastet. Die sieht auch noch ohne Haare sehr schön aus. Sie liegt dann in einer Klinik und trifft diesen Jungen, den Sie hier küssenderweise gesehen haben, in dieser Klinik wieder. Sie ist strahlenkrank geworden. Und die machen dann diese Sache, über die man nicht reden darf, trotzdem, dass sie strahlenkrank ist. Und am nächsten Tag ist der Junge strahlenkrank, weil er sozusagen mit ihr zusammen im Bett gelegen hat. Und so weit geht der Unsinn, Unfug in diesem Film. Und Sie müssen bedenken, man hat in den Schulen Elfjährige so indoktriniert, und diese Elfjährigen, die so indoktriniert worden sind in den Schulen, die sitzen heute in der Regierung. Das ist sozusagen nur ein Bild, wie man Panik geschürt hat und Angst vor einer Technologie. Und dann kam dieses Ereignis. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Gesichter bekannt sind. Sagen Ihnen diese Gesichter etwas? Ich muss mal gucken, ob ich den Laserpointer in Gang. Das hier ist Masao Yoshida, der Kraftwerksleiter von Fukushima. Und das ist Mr. Isaki, der Schichtleiter. Die Geschichte von Fukushima ist nämlich zweifältig. Die erste Geschichte, die zu Fukushima ich Ihnen nahebringen möchte, ist die Geschichte von TEPCO, Tokyo Electric Power Company, der japanische Energieversorger, der 16 Siedewasserreaktoren betrieben hat und der das erste Mal im Jahr 1998 dadurch aufgefallen ist, dass dass ihnen während der Revision ein Siedewasserreaktor kritisch geworden ist, bei offenem Reaktor. Und das ist ein schwerwiegendes Ereignis, das ist INES 2, bei der Meldeskala an die IAEA. Und Tokyo Electric Power Company hat dieses Ereignis verheimlicht. Sie haben es vertuscht. Es ist niemand zu Schaden gekommen, aber es ging weiter. Im Jahr 2000 haben sie in ihren Kernmänteln in den Reaktoren Risse gefunden. Das sind Mitarbeiter von General Electric gewesen, die diese Untersuchungen regelmäßig anstellen. Und in den Kernmänteln, das sind keine druckführenden Teile, wenn dort Risse sind, das ist eigentlich nicht katastrophal. Und wieder hat TEPCO das Ereignis vertuscht. Sie haben aber einen großen Fehler gemacht. Sie haben den Mitarbeiter von General Electric, der sozusagen sich mit diesen Rissen beschäftigt hat, schlecht behandelt. Und der hat daraufhin dieses Ereignis an die Medien übergeben. Und im Jahr 2003 ist der Vorstand von Tokyo Electric Power Company gefeuert worden. Die Geschichte geht jetzt ganz massiv weiter. Es kamen jetzt die ersten Warnungen vor den Erdbeben. Der Professor Ishibashi von der Kyoto Geologischen Universität hat TEPCO gewarnt und hat gesagt, es ist mit einem starken Erdbeben innerhalb der nächsten 30 Jahre zu rechnen. Und da hat TEPCO gesagt, na wunderbar, haben wir ja noch 29 Jahre Zeit, was zu machen. Und haben sozusagen nichts gemacht. Sie haben dann die probabilistischen Sicherheitsanalysen boykottiert und sie haben mit der Behörde gekungelt. Es ist dann im Jahr 2007 ein Corporate Peer Review durchgeführt worden von der World Association of Nuclear Operators. Ich arbeitete zu der Zeit für die WANO, für World Association of Nuclear Operators. Und in diesem Corporate Peer Review, der sofort klassifiziert wurde, das Ergebnis,
hat man Tokyo Electric Power Company einen Sicherheitskulturmangel vorgeworfen. Und wieder ist nichts geschehen. Man hat dann bis 2008 übersetzt den Bericht und 2009 gesagt, ja toll, interessant, was er da festgestellt hat, und hat nichts gemacht, und dann war 2011. Und dann kam dieses Erdbeben und und jetzt setzt die zweite Geschichte an. Also bisher, muss man sagen, ist die Kernenergieorganisation für das Ereignis voll verantwortlich. Es ist ein vermeidbares Ereignis gewesen. Hätte TEPCO ein paar Millionen Yen in die Hand genommen und die Tore, die Maschinenhaustore von Fukushima ertüchtigt, dann würde heute keiner von uns den Namen von Fukushima wissen. Weil die Flut, als sie das Kraftwerk traf, mit dem kleinen Finger ihrer linken Hand die Maschinenhaustore eingedrückt hat, und das Maschinenhaus unter Wasser gesetzt hat, und da standen die Diesel. So, jetzt kommt die zweite Geschichte. Als die Flutwelle das Kraftwerk traf, waren diese Leute im Kraftwerk, 700 Mann. Und wenn Sie die deutschen Zeitungen gelesen haben, dann haben Sie dort gelesen, dass die mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden mussten, im Kraftwerk Havariebekämpfungsmaßnahmen zu machen. Das ist erstunken und erlogen gewesen. Man hat dann berichtet in deutschen Zeitungen, dass Obdachlose verheizt würden in Fukushima, dass Jugendliche verheizt würden in Fukushima bei den Aufräumarbeiten. So analog Tschernobyl hat man versucht, das zu drehen. Das stimmt vorne und hinten nicht. Und ich arbeitete zu dieser Zeit gerade in Paris für die Warner und habe mich erstmal fürchterlich blamiert gefühlt, weil ich in der Organisation war, die genau das verhindern sollte, was da passierte. Und zweitens mal, weil die Informationspolitik so katastrophal war. Ich arbeitete zu dieser Zeit gerade an diesem Buch. Das heißt Aus heiterem Himmel, von der Hinterhältigkeit der Katastrophen. Das ist ein Lehrbuch, was die meisten deutschen Nuklearexperten in ihrem Bücherschrank stehen haben. Und ich habe mich damals so geärgert, dass ich ein neues Kapitel dafür geschrieben habe. Und das, was ich Ihnen so jetzt im ganz kurzen Abriss erzählt habe, steht hier als Kapitel in diesem Buch. Da habe ich auch Nachteile dadurch gehabt. Ich wurde im TEPCO Safety Council optiert und als sie das Buch in die Finger kriegten, bin ich sofort wieder rausgeflogen. Aber damit konnte ich leben, und ich möchte Ihnen jetzt, da ich ja Ihnen einen emotionalen Vortrag versprochen habe, mal zeigen, wie sich das für diese 700 Leute, die da in dem Kraftwerk arbeiteten, als das Erdbeben war, wie sich das für die angefühlt hat. Ich hoffe, dass mein Film funktioniert. Wir brauchen wieder Sound. Tsunami-Warnung. Wenn Sie sich gerade in der Nähe der Küste aufhalten, bringen Sie sich in Sicherheit. Es gibt eine Tsunami-Warnung. Sollten Sie sich gerade in der Nähe der Küste aufhalten, bringen Sie sich in Sicherheit. Ich wiederhole, es gibt eine Tsunami-Warnung. Sollten Sie sich gerade in der Nähe der Küste aufhalten, bringen Sie sich in Sicherheit. Beeil dich! Wir müssen ja nicht gleich rennen, oder? Was ist das? Nichts wie weg! Los! Weg hier, schnell! Thank you.
soll das? Der Generator ist ausgefallen. Was soll das heißen? Wir haben keinen Strom mehr. Und jetzt? Stromausfall! Block 1, Stromausfall. Wir haben einen Stromausfall. Was ist? Ihr gesamter Strom ist ausgefallen? Ich habe mir damals, als ich diese Kapitel schrieb, habe ich mich fürchterlich geärgert über die deutschen Medien, die meine Kollegen, die dort tapfer in dem Kraftwerk an der Havariebekämpfung arbeiteten, so verunglimpft haben, dass ich diese Geschichte aufgeschrieben habe und mir gewünscht habe, dass eines Tages ein Regisseur kommt und einen Film darüber dreht, über die Heldentaten, die diese Männer geleistet haben. Und wie das manchmal so ist bei Wünschen, der liebe Gott hat zugehört und es gibt seit 2 Jahren diesen Film, Fukushima 50. Und der hat ein paar Fehler aus technischer Sicht, aus fachlicher Sicht, aber das werden Sie nicht merken, wenn Sie nicht gerade Kernenergetiker sind. Und der auf sehr schöne Weise zeigt, welche großen Heldentaten diese 700 Leute in Fukushima geleistet haben. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass sozusagen dort nichts Schlimmeres eingetreten ist, als es passiert ist. Die haben das Venting der Druckbehälter, der Sicherheitsbehälter im Reaktor durchgeführt, manuell. Der Mr. Isaki und der Masaru Yoshida, die haben das organisiert und die haben den Wasserstoff, der bei der Überhitzung der Kerne frei wurde, durch die Abklingbecken in die Maschinenhallen manuell entlastet. Und das, was Sie im Fernsehen gesehen haben, diese Explosionen, das waren keine nuklearen Explosionen, das waren Wasserstoffexplosionen. Der sammelte sich dann in den Turbinengebäuden an und wenn er 4% Mischung erreicht hat, dann wird er explosiv und dann kracht es. Und das haben Sie im Fernsehen gesehen. Es gab 3 Wasserstoffexplosionen in Fukushima, die manuell von diesen Leuten herbeigeführt wurden, um die Sicherheitsbehälter davor zu schützen, dass die Sicherheitsbehälter explodieren und dann noch viel mehr Radioaktivität freigesetzt wird. So viel vielleicht in ganz kurzem Abriss zu dem Ereignis in Fukushima, was natürlich in einer Panikreaktion von Frau Merkel dazu geführt hat, dass sie nach einigen Tagen mit einem Telefonanruf 8 Kernkraftwerke in Deutschland stillgelegt hat. Aus Angst vor dem Tsunami in der norddeutschen Tiefebene hat man 8 Kernkraftwerksblöcke sofort abgeschaltet und sukzessive die anderen nach und nach. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, gemeinsam, was das eigentlich bedeutet. Ich habe Ihnen hier einen Blick mitgebracht aus der ISS auf die Erde, und zwar in der Nacht. Und was sehen Sie da? Da sehen Sie die großen Städte, das Ruhrgebiet, Sie sehen die Küstenstädte und was Sie auch sehen, ist ein dunkler Kontinent. Sehen Sie den? Der dunkle Kontinent hat nicht mal genug Strom, um genügend Licht zu machen. Sie sehen nur ganz im Süden, in Südafrika, da sehen Sie Cape Town und die dazugehörige Gegend, dort steht nämlich ein Kernkraftwerk. Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, was unterscheidet eigentlich den dunklen Kontinent von den hellen Kontinenten, dann wissen wir eins. Dort ist Krieg, dort ist Bürgerkrieg, dort herrscht Hunger, dort herrscht Armut. Und das ist sozusagen darauf zurückzuführen, dass der dunkle Kontinent nicht genügend Energie hat. Wenn Sie nämlich die Leute ernähren wollen und friedlich zusammenleben lassen wollen, dann müssen sie Landwirtschaft betreiben. Sie müssen pflügen, sie müssen äcken, sie müssen säen, sie müssen ernten, sie müssen transportieren, sie müssen aufbereiten, sie müssen kühlen. Und alle diese Prozesse bedürfen einer großen Menge Energie. Und davon hat Afrika nicht genug. Und weil Afrika nicht genügend Energie hat, gibt es dort die Verhältnisse, die Sie alle aus den Medien kennen. Die Grausamkeit der Starken gegen die Schwachen, der Hunger, die Kriege sind alles das Resultat eines eklatanten Energiemangels. Und wir haben diesen Energiemangel nicht.
Wir haben das. Wir leben alle den Standard eines römischen Kaisers. Das ist eine kühne Aussage, die ich mache. Jeder einzelne von Ihnen lebt energetisch auf dem Standard eines römischen Cäsar. Der römische Kaiser hatte rund um die Uhr etwa 100 Sklaven, die für ihn tätig waren. Die kochten sein Essen, die machten sein Badewasser warm, die fächelten ihm Kühlung zu, die transportierten ihn, die unterhielten ihn, wie Sie hier sehen auf diesem Bild. All das. Und wenn Sie jetzt die menschliche Energie umrechnen in Steinkohleeinheiten, dann ist die Energie dieser 100 Sklaven, die für den römischen Kaiser tätig waren, entspricht in etwa der Energie, die jeder von ihnen in Steinkohleeinheiten heutzutage verbraucht. Sie leben also energetisch auf dem Niveau eines römischen Kaisers, ohne es zu ahnen. Und die große Unredlichkeit der Energiewende ist, dass man ihnen weisgemacht hat, es geht so weiter wie bisher. Man hat nicht gesagt, welchen Sklaven sie entlassen müssen. Entlassen wir den Sklaven, der unser Badewasser heiß macht, sind wir gerade dabei. Entlassen wir den Sklaven, der uns transportiert und bleiben zu Hause. Dies ist sozusagen die Unredlichkeit der Grünen, wenn sie die Energiewende propagieren, den Menschen gegenüber, dass sie ihnen nicht sagen, welche Sklaven sie entlassen müssen. Das heißt, es wird zu Mangelsituationen kommen, wie hat unser Wirtschaftsminister gesagt, stundenhafte Strommangelsituation, hat er es genannt, in einem wunderbar verschwurbelten Ausdruck. Dazu wird es kommen und wir werden Sklaven entlassen müssen und die Frage ist, welche? Unsere deutsche Regierung hat ja gerade den Energiewende-Turbo gezündet. Das war vor nicht allzu langer Zeit, hat die CDU sogar ein Team aufgestellt und einen Energiewende-Turbo gezündet. Und die Turbo-Ziele wurden offiziell bekannt gegeben. Und da haben sich meine Freunde und ich, wir haben uns mal hingesetzt und haben ein bisschen gerechnet. Und zwar, um diese Ziele zu erreichen, das war bis 2030, wollten sie sozusagen diese Strommenge erzeugen können. 216 Terawattstunden Strom zusätzlich aus Wind und Sonne generieren. Und da kann man jetzt, wir haben noch 8 Jahre bis 2030, da kann man ein bisschen umrechnen. Das macht dann pro Jahr, macht das ungefähr 27 Terawattstunden erforderlich, die erzeugt werden müssen. Und wir haben das mal runtergerechnet auf handelsübliche Windmühlen und Solarpaneele. Wie viel müssen wir denn da bauen pro Tag? Und das sind die Ergebnisse. Wind onshore, Sie müssen, wenn Sie diese Ziele, die von der Regierung offiziell verkündet wurden, erreichen wollen, müssen Sie 12 neue onshore Windenergieanlagen pro Tag bauen. Und das, um das einordnen zu können, im Jahr 2020 wurden pro Monat 36 Onshore-Anlagen zugebaut. Sprich, man müsste das Ausbautempo der Windenergie Onshore verzehnfachen. Und ich glaube nicht, wenn Sie wissen, was so ein Fundament wiegt von so einer Windenergieanlage, sind ungefähr so 3000 Tonnen Stahlbeton, die da in die Erde verbuddelt werden. Und wenn Sie das Tempo verzehnfachen wollen, dann müssen Sie den Beton, also den Zement und den Stahl schon von anderen Planeten holen. So viel ist gar nicht zur Verfügung. Sie müssen Wind Offshore alle 2 Tage eine neue Wind Offshore-Anlage in Betrieb nehmen, wenn Sie die Ziele erreichen werden. Das kommt dazu. Im ersten Halbjahr 2021 erfolgte überhaupt kein Zubau. Und Sie müssen pro Tag 560 neue PV-Anlagen bauen. Ich will Ihnen mit diesem Beispiel zeigen, mit wem wir es zu tun haben. Die Regierungsmitglieder, die solche Ziele verkünden und nicht runterrechnen, was das bedeutet, die zeigen damit nur eins. Sie haben keine Bildung und sie können nicht rechnen. Weil wenn ich das kann, kann das doch im Wirtschaftsministerium mit 3600 Mitarbeitern bestimmt irgendeiner ausrechnen. Und das können die ganz offensichtlich nicht, sondern wie sagte Herr Habeck,
Wir haben kein Stromproblem. Alles wird gut. Nun hat er sich diesen Mann geholt. Das ist der Herr Greichen. Der ist ehemals Generaldirektor der Agora Energiewende gewesen, ein Grün-Grüner. Und der hat vor einigen Wochen Folgendes zum Besten gegeben. Es kommen bis 2030, und da ging es um Speicher, es kommen bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße, die alle große Speichervolumina haben. Damit meint er die Batterien. Und wir haben an der Einbindung dieser Speicher in das Gesamtsystem. Hat er gesagt. Und das Interview können Sie im Fernsehen heute noch, also so als Videoclip sehen. Und wieder hat der Herr Greichen nicht, der hat gesagt, also Speicher, alles wird gut. Rechnen kann er nicht. Denn das ist sozusagen die Rechnung. Es gibt derzeit auf den Straßen 650.000 Elektrofahrzeuge etwa. Das Problem ist, die sind nicht rückladefähig. Denn wenn Sie die Autobatterie nutzen wollen, dann müssen Sie ans Netz schließen und Wechsel richten und müssen das ins Netz einspeisen. Nur das ist rückladefähig. Aber das braucht er nicht mal zu wissen. Das würde ich ihm nur nicht übel nehmen, dass er das nicht weiß. Aber dass er sozusagen nicht runterrechnen kann, wie viele Autos er pro Tag verkaufen muss, um diese 15 Millionen zu erreichen. Das sind nämlich pro Tag 5.000 Elektroautos, die verkauft werden müssen in Deutschland. Nur dann kann er die 15 Millionen erreichen. Und es genügt nicht, nur 5.000 Elektroautos pro Tag zu verkaufen bis 2030, sondern man muss auch noch 5.000 Rückladestellen bauen. Denn nur ein Auto, was an Steckdose hängt, kann rückladen, wenn es denn rückladefähig ist. Ich glaube, es gibt in Deutschland derzeit nur 2 rückladefähige Autos überhaupt zu kaufen. Das sind Hyundais. Also diese Leute haben keine Bildung, sie haben keine Ausbildung, sie haben keinen Stil und sie können nicht rechnen. Und das sind die Leute, die derzeit in Deutschland an der Regierung sind. Und das, was Sie hier sehen, sind die Resultate der Politik, die machen. Die oberen 3 Bilder sind die Kernkraftwerke, die am 15. April nächsten Jahres, wenn die Energiekrise an dem Tag vorbei ist, werden die abgeschaltet. Das sind 4,5 Gigawatt, die da abgeschaltet werden, gesicherte Leistung. Und die unteren 3 Kraftwerke, das sind die im vergangenen Jahr abgeschaltet worden sind. Wir sprechen also, wenn Sie diese Kraftwerke hernehmen, über fast 10 Gigawatt Leistung, gesicherte Leistung, grundlastfähige Leistung. Nun müssen wir mal gucken, was können wir denn überhaupt diese Kraftwerke wieder in Betrieb nehmen, die im letzten Jahr abgeschaltet worden sind? 2 Jahre. Ronde und Brockdorf, das sind diese beiden Anlagen, die können wieder in Betrieb gehen. Man brauchte dann ungefähr, würde ich sagen, 2 Jahre, um die wieder herzurichten, sodass sie wieder angefahren werden können. Und das Dritte, was dort links unten ist, ist das Kernkraftwerk Gundremmingen Block C. Da haben wir schon ein paar Frischdampfleitungen geschnitten. Der Generator ist ausgefahren und steht auf dem Hof. Da brauchte man ungefähr 3 Jahre, um die wieder in Betrieb zu setzen. Und die oberen 3, die kann man jetzt im Stretch-Out fahren bis zum 15. April. Dann machen die nur noch 50% ihrer Leistung. Das geht jeden Tag so 3 MW runter, 3, 4 MW, weil die haben ja keine Reaktivitätsreserven mehr in ihren Kernen. Es wird also immer weniger Leistung. Und am 15. April müssen die runtergefahren werden, dann haben sie nichts mehr, da geht es nicht mehr. Und dann müssen sie neuen Brennstoff kaufen und die Dinger neu beladen und dann könnten sie sie wieder neu anfahren. Aber das würde ungefähr bis zum Winter dauern, wenn sie jetzt Brennstoff bestellen. Aber da wird kein Brennstoff bestellt. Im Moment ist das Brennstoffbestellen von der Regierung abgelehnt und verboten. Und demzufolge sehe ich nicht, dass wir nächsten Winter noch ein Kernkraftwerk in Betrieb haben. Selbst wenn Sie am 15. April entscheiden sollten, ja, wir brauchen die Dinger noch, dann geht das nicht mehr. Da müsste Brennstoff bestellt werden. Das dauert ungefähr, wenn sich Framatome oder Westinghouse
stark beeilt, dann brauchen wir dann 6 bis 9 Monate. Dann, die sind ja maßgefertigt, diese Brennelemente. Die kannst du nicht von der Stange kaufen. Jeder Reaktor hat andere. Und dann brauchten wir ungefähr, naja, sagen wir ein halbes bis dreiviertel Jahr. In der Zeit könnten wir die Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke machen und die Revisionen und dann neu beladen. Und dann könnte man sie wieder abfahren. Was wir also machen ist, das hier schmeißen wir weg. Auf den Müll. Und was das bedeutet, das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen. Das ist ja nicht nur diese Technik, die wir wegwerfen, sondern das ist ein bisschen mehr. Das ist zum Beispiel das Personal dieser Anlagen. Das sind die besten Technologen, die es weltweit gibt. Das sind die Leute, die diese Anlagen betreiben. Das Lizenzpersonal heißt das. Ich arbeite manchmal im letzten deutschen Kernkraftwerk in der Schweiz. Das Kernkraftwerk Leibstadt, das ist schon mehr als 50% der Mannschaft deutsch. Das sind diese Leute hier. Die Besten gehen nämlich zuerst und die werden mit Kusshand überall genommen. Was bedeutet das eigentlich, ein lizenzierter Kernkraftwerksoperator zu sein? Ich bin selber einer gewesen, ich weiß, was das bedeutet. Es ist eine, nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium eine beängstigende Ausbildung. Ich habe über 30 Prüfungen nach meinem Hochschulstudium abgelegt, bis ich die Lizenzen hatte, die ich brauchte. Sie brauchen also einen Hochschulabsolventen für ein deutsches Kernkraftwerk, wenn Sie einen Schichtleiter bauen wollen. Und der muss dann ein Jahr Ausbildung mit entsprechender Prüfung zum Field Operator machen. Dann arbeitet er in Weichen als Field Operator und wird weiter ausgebildet zum Reaktoroperator. Ausbildung, das tut mir leid, da habe ich mich vertippt. Der muss dann ungefähr 3 Jahre sich ausbilden, dann kann er die Zulassungsprüfung zum Reaktoroperator ablegen. Und dann muss er nochmal fahren und weitere Prüfungen ablegen, am Simulator auch praktische Prüfungen machen und dann ist er Schichtleiter. Sprich, um einen Schichtleiter für ein deutsches Kernkraftwerk auszubilden, brauchen Sie 5 Jahre. Nach abgeschlossener Hochschulausbildung. In der Schweiz dauert das 9 Jahre. Da ist es noch länger. Und diese Leute, die können Sie nicht backen. Die kriegen Sie nicht auf dem Markt. Es wird in Deutschland gar niemand mehr ausgebildet, der das kann. Solche Silberrücken wie ich, solche Nuklearen, wir sind eine aussterbende Art. Und wenn Ihnen jetzt diese Leute weglaufen, dann können Sie das Kraftwerk nicht wieder anfahren. Das geht gar nicht. Wie? Mit wem? Sie brauchen lizenzierte Leute. Diese Leute trainieren regelmäßig an den Simulatoren, die störfällig. Ich zeige Ihnen das gleich, wie sowas aussieht. Die müssen an den Field-Simulatoren sich ausbilden. Die müssen sich theoretisch ausbilden und die werden lizenziert regelmäßig. Also das sind Leute, die verlieren wir. Und wenn ich in der Welt umherreise, in den Kernkraftwerken, ich treffe sie überall. In den Emiraten, ich treffe sie in der Schweiz, ich treffe sie in aller Herren Länder. Und das sind die besten Leute, die wir hatten auf diesem Gebiet. Kulturenzentrum der Kraftwerksschule Essen. Handeln diese Probanden richtig? Würden sie bei einem echten Störfall die richtigen Entscheidungen treffen? Ja. Was haben wir momentan für einen ADP-Druck? Einen ADP-Druck haben wir momentan von 55 Bar. Okay. Feuermeldung. Lüftungsabschluss. Okay. Oh, jetzt haben wir automatisch einen Lüftungsabschluss bekommen. Helmut? Ja? Gullis im A-Teil haben wir angesprochen, im Raum 602. Okay, ja, ich sehe es, dass die angesprochen haben. Andreas? Wir haben feuchte Druckkammer gekriegt. Heiko? Bitte? Das sieht so aus, als ob wir eine Leckage im Sicherheitsbehälter haben. Ja. Wir haben jetzt einen automatischen Fluchtalarm bekommen. Feueralarm ist auch angeregt worden. Bitte Räumungsalarm im kompletten Kontrollbereich auslösen. Helmut? Ja? Reaktor Mindestlast kann ich auslösen jetzt? Ja, auslösen. Reaktor Mindestlast wird jetzt ausgelöst? Ja. Reaktor Mindestlast ist ausgelöst. Bündel-Umwälzpumpen fahren auf Mindestdrehzahl und Steuerstäbe fahren ein. Haben wir immer noch einen Druckanstieg im Sicherheitsbehälter? Druck im Sicherheitsbehälter ist größer, 200 Millibar, steigt immer noch. Das heißt, wir machen jetzt Reaktor-Schnellabschaltung. Helmut? Ja. Resa auslösen? Ja. Resa ist ausgelöst und haben den Fahrer umgeregt. Notos? Ja. Notos betätigt.
Was Sie hier gesehen haben, war das Training einer kleinen Leckage im Sicherheitsbehälter eines Reaktors. Und das ist so eine Leitwarte, hat ungefähr 36.000 IOs, wie wir das nennen, Inputs, Outputs. Das sind 36 Schalterchen oder Anzeigchen oder solche Leuchttafeln. Und das müssen Sie erstmal beherrschen. Ein Schichtleiter braucht, um die Regelungen und Begrenzungen eines Konvoi-Blocks zu verstehen, ungefähr ein Jahr. So kompliziert ist das. Und das schmeißen wir alles weg. Wir schmeißen auch gleich die Simulatoren, die Sie da gesehen haben. Das schmeißen wir auch mit weg. Das ist nichts. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist alles Schrott. Ich habe die Simulatoren selber mitgebaut. Da kostet einer, was weiß ich, 16 Millionen Euro. Das wird alles so. Brauchen wir nicht. Mist, alles Mist, brauchen wir nicht. Die Leute haben nicht nur eine fachliche Ausbildung, sie arbeiten auch mit Fehlervermeidungstechniken. Sprich, die Irrtumsreduzierungswerkzeuge werden angewandt. Das ist die Drei-Wege-Kommunikation, das haben Sie gesehen, wie die sich seltsam unterhalten. Die wiederholen die Befehle, die der Schichtleiter gegeben hat und bestätigen sich das. Die machen Pre- und Post-Job-Briefing. Sie machen Selbstcheck und Vier-Augen-Prinzip. Sie machen STAR, Stop, Think, Act, Review. Sie machen Arbeitsbeobachtung und Coaching. Sie betreiben Beinahe-Ereignis-Berichtssysteme. Sie machen betriebliche Entscheidungsfindungen nach Entscheidungsmatrixen. Das geht alles den Bach runter. Die gesamte Infrastruktur verlieren wir damit. Und das sind die letzten drei Kernkraftwerke. Danach verabschiedet sich Deutschland für die nächsten 25 Jahre aus der Kernenergie. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden im Wirtschaftsministerium klar ist, was da geschieht. Ich glaube nicht. Und das ist noch lange nicht alles. Developed to optimize employees' work behavior of security-related industries, thus increasing occupational safety and process quality. In theory and practice, the participants learn important ways of professional behavior, the so-called human performance tools. The focus of our HBO trainings lies on the safety-oriented performance of every single participant. The tools for professional behavior are actively used and exercised. Only procedures that have been practiced repeatedly can be recalled reliably, even under pressure. Sprich, also auch diese ganze Infrastruktur, schmeißen wir weg. Mir ist nur eine Industrie bekannt, die das auch so in dieser Form gut anwendet, das sind die Flieger. Die benutzen die Human Performance Tools. Die Schifffahrt, ja, das mag auch sein. Und vielleicht sogar noch, das fängt gerade an in der Medizin. Wir schulen Medizinleute in diesen Tools, weil jährlich ungefähr 5.000 Leute in den Krankenhäusern umgebracht werden von Irrtümern der Ärzte und Schwestern. Das sind also Dinge, die es nicht mehr geben wird ab nächsten Jahr. Kommen wir zu der Sicherheitstechnik. Die Kraftwerke, die wir da abschalten, gehören zu den besten in der Welt. Das sind Kraftwerke, die waren 10-mal Weltmeister. Und die Sicherheitstechnik ist alles im Prinzip auf deutschem Mist gewachsen in den letzten 30 Jahren. Siemens, die kann mal die besten Kernkraftwerke der Welt gebaut, die können heute nicht mal mehr eine Turbine bauen. Und die Armaturen können sie auch nicht mehr. Die Sicherheitstechnik, das ist hier so ein Kraftwerksdiesel. Davon gibt es 4 Stück in jedem Kraftwerk in sicherheitsgebunkerten Scheiben. Es gibt 4 unabhängige, nicht vernetzte, gebunkerte Sicherheitsscheiben, die aus Medium, Notstrom, Diesel und Einspeisung bestehen. Und die sind diversitär und redundant aufgebaut. Diversitär heißt, sie verwenden verschiedene Bauteile, damit sich nicht ein Common-Mode-Fehler einschleichen kann. Und redundant mehrfach. Wir haben von diesen Dieseln in jedem Kraftwerk 4 Stück, von denen, die wir abschalten, in solchen Sicherheitsscheiben. Und dazu haben wir noch weitere Notstromdiesel, die sind teilweise transportabel als Fukushima-Maßnahme. Das gibt es alles nicht mehr. Wir haben zertifizierte und behördlich genehmigte Komponenten und Prozesse. Auch das geht den Bach runter. In der Behörde wird es in 3 Jahren niemanden mehr geben, der sowas genehmigen kann. Das heißt, die Behörde verlernt auch,
die Lizenzierung und die Betriebsführung von Kernkraftwerken. Wir haben auslegungsüberschreitende Sicherheitsvorkehrungen in den Kraftwerken und wir haben Sicherheitsvorkehrungen aus den Fukushima-Erfahrungen. Das schmeißen wir jetzt auch gerade alles so schön weg. Wir brauchen das nicht mehr. Ich zeige Ihnen nur mal dieses Prinzip der Mehrfachbarrieren. Das hier ist der Brennstoff, das kleine Gelbe da in der Mitte im Reaktor. Der ist in Hüllrohren. Der Brennstoff selber, das sieht aus wie so kleine Kopfschmerzentabletten, so ganz winzige, solche, in der Größe ist das. So weiße Tablettchen sind das. Die sind, das ist die erste Barriere. Die sind in Tablettenform gepresst. Deswegen kann er nicht raus aus der Tablette. Dann ist er in einem Hüllrohr, das aus Zirkonium, das ist die zweite Barriere. Dann das Hüllrohr steht in einem Reaktordruckgefäß, das ist die dritte Barriere. Dann kommt eine Betonkammer, dann kommt dieses Containment, die vierte Barriere und außen dieses Betoncontainment ist die fünfte Barriere. Sie müssen sich vorstellen, das sind fünf Kochtöpfe ineinander gestellt. Wenn der erste Kochtopf überkocht, dann läuft es in den zweiten und wenn der zweite überkocht, läuft es in den dritten und so weiter, bis alle fünf voll sind und erst dann gibt es Freisetzung. Das sind die Sicherheitsbarrieren in einem solchen Kernkraftwerk, was wir gerade wegschmeißen. Und dann haben wir noch etwas, was wir organisationelle Sicherheit nennen. Die Organisation hat Managementsysteme, zum Beispiel das Alterungsmanagement, Personalmanagement, Qualitätsmanagement, Wissensmanagement, Instandhaltungsmanagement. Das ist alles über 30 Jahre gewachsenes Wissen, was jetzt sozusagen weggeworfen wird. Wir machen Sicherheitsanalysen, wir haben Probabilistik. Stellen Sie sich mal vor, ein Mensch, der für ein Kernkraftwerk Probabilistik macht, was der können muss. Das sind Mathematiker, die rechnen Ihnen die Wahrscheinlichkeit für jedes Bauteil aus, wie sich das auswirkt auf eine Kernschmelze und das online. Das sind Spezialisten, die brauchen 10 Jahre Ausbildung, bis sie sowas können. Wir machen reguläre System- und Komponententests. Wir machen Notfallübungen jährlich mit der Behörde. Wir machen Audits, Selbstuntersuchungen, Performance-Indikatoren, WANO-Peer-Reviews, OSART-Reviews, Behörden-Reviews. So ein armes Kernkraftwerk hat mehr Reviews, als Sie sich überhaupt nur in Ihren wildesten Träumen vorstellen können. Ich habe selber, was weiß ich, zig Peer-Reviews mitgemacht. Da reiten 30 Mann von der World Association of Nuclear Operators in ein Kraftwerk ein für 3 Wochen und untersuchen das auf Herz und Nieren und machen einen Bericht und geben den ab. Und das Kraftwerk macht daraus Maßnahmepläne zur ständigen Verbesserung. Wird es in Deutschland alles nicht mehr geben. Erfahrungsübertragung national, international, passé. Ich habe es nochmal hier zusammengestellt, so einen Sicherheitsüberblick. Sie haben einen geeigneten Standort, Sie haben robuste und bewährte Bauart, Sie haben Qualitätsstandards, Sie verhüten Betriebsstörungen, Sie können sie erkennen und beherrschen. Beherrschen die auslegungsüberschreitenden Störfälle, sie haben Notfallschutzpläne und darum gibt es die ganze Hülle der Sicherheitsphilosophie für ein Kernkraftwerk. Diese ganze Geschichte ist hochkomplex und wenn sie zerstört ist, dauert es Jahre, bis sie wieder aufgebaut ist. Und damit Sie mal sehen, wie das sich so anfühlt für das Betriebspersonal und wie diese Anlagen innen aussehen. Da können Sie den Fußboden ablecken, so neu sind die und so sauber. Die werden jetzt verschrottet. Das Kernkraftwerk ISA 2 wurde 1988 erstmalig in Betrieb genommen. Entlang seiner 33-jährigen Betriebszeit hat es dabei 10-mal den Titel Weltmeister in der Jahresstromerzeugung erzielt. Mit einer jährlichen Stromproduktion von ca. 12 Milliarden Kilowattstunden trägt es zu ca. 12% des bayerischen Energiebedarfs an Strom. Für die jährliche Kraftwerksrevision wird das Kraftwerk 2 bis 3 Wochen außer Betrieb genommen. Wir befinden uns derzeit in der letzten Revision des Kraftwerks ISA 2.
Unsere Aufgabe in der Revisionsplanung ist es, gut 3000 Arbeiten, welche in der Revision in verschiedensten Bereichen der Kraftwerksanlage durchgeführt werden, einzuplanen und zu koordinieren. Oberstes Gebot für die Planung ist hierbei die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und des Arbeitsschutzes. Erste Planungsgespräche zur Revision finden bereits ca. 8 Monate im Voraus statt. Der Reaktor muss für die Revision komplett heruntergefahren und alle Systeme kaltgefahren und drucklos gemacht werden. Von außen merkt man das sehr deutlich, weil kein Dampf mehr aus dem Kühlturm aufsteigt. Dennoch werden weiterhin alle Systeme in der Warte dauerhaft überwacht. Nun können die Revisionsarbeiten in den unterschiedlichsten Systemen im Kraftwerk beginnen. Um die erforderliche Energie für das letzte Betriebsjahr des Kraftwerks zur Verfügung zu stellen, werden in dieser Revision 48 der 193 Brennelemente gegen neue getauscht. Dazu werden mit der Brennelement-Lademaschine 193 Brennelemente aus dem Reaktorkern mit einem vorgegebenen Plan in das Nasslagerbecken entladen. Ein Teil davon wird inspiziert mit speziellem Equipment, um das Betriebsverhalten zu bewerten. Anschließend wird der Reaktor wieder mit 193 Brennelementen in einem vorgegebenen und berechneten Schema beladen. Wir befinden uns hier vor dem Herzstück unserer Stromerzeugung, dem Turbosatz. Der Turbosatz besteht aus einer Hochdruckturbine, 3 Niederdruckturbinen sowie einem elektrischen Turbogenerator. Im Rahmen der diesjährigen und letzten Revision finden im Bereich des Maschinenhaus und des Turbosatzes zahlreiche Wartungsarbeiten statt, unter anderem im Bereich der Turbinenregelung. Wir in der E.ON-Leittechnik prüfen dieses Jahr in der Revision wieder zahlreiche Komponenten im Kontrollbereich, in der Schaltanlage und in den Elektronikräumen. Ich selbst prüfe Teile im Reaktorschutz, der gehört zum Sicherheitssystem des Kernkraftwerks zur Störfallhandhabung. Die Sicherheitsleittechnik umfasst 20.000 Baugruppen, die jährlich im vollen Umfang geprüft werden. Ich bin Meister in der Kühlturmzusatzwasseraufbereitung, kurz KZA genannt. Wir sind zuständig für die komplette Wasserfähr- und Entsorgung im KKI. Wir säubern in der KZA rund 1000 Liter Wasser pro Sekunde. In der Revision ist bei uns im Endeffekt alles leer, bis auf die Kühlwasserkanäle, die wir noch brauchen zur normalen Kühlung, von der Beckenkühlung zum Beispiel. Ansonsten werden alle Kanäle und alles, was so ist, entleert komplett, wird gereinigt. Der Schlamm, wo sich mehr abgesetzt hat, wird abgesaugt, die ganzen Becken gereinigt, dass das alles wieder sauber ist. Die Revision umfasst 18 Tage. Wir sind momentan sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit mit den Partnern ist sehr, sehr vorbildlich, auch unter den jetzigen Corona-Bedingungen. Was mich sehr, sehr freut, ist, dass die letzte Revision ist natürlich auch eine emotionale Sache, eine gewisse Verabschiedung von der Anlage. Aber ich merke, sowohl Eigenpersonal als auch Fremdpersonal sind 100% bei der Sache. Die deutschen Kernkraftwerke liefern neben der gesicherten Grundlastversorgung auch die immer wichtiger werdende Regelenergie und reagieren somit flexibel auf Angebot und Nachfrage im Bereich elektrische Energie. Wer diese wichtige Aufgabe in Zukunft übernehmen wird, ist meiner Meinung nach technisch noch nicht geklärt. Mich persönlich hat das Kernkraftwerk ISA 2 mein gesamtes Berufsleben begleitet, über 30 Jahre lang. Für mich sind die letzte Revision und das letzte Betriebsjahr ein sehr trauriger Abschnitt. Ich bin jetzt seit 32 Jahren beim KKI, das ist meine 32. Revision. Also ich habe die erste mitgemacht und mache jetzt die letzte mit. Es ist sehr schade, weil wir haben eigentlich wirklich seit 32 Jahren sauberen Strom, immer günstig erzeugt, zuverlässig, und verstehen wir eigentlich nicht so ganz, warum das mal abgestellt werden. Ja, ist schon Wehmut dabei, weil es die letzte Revision ist. Nichtsdestotrotz an der Stelle auch ganz viel Stolz auf die Mannschaft, auf die Servicemitarbeiter und aufs Team,
weil wir wieder unseren Beitrag leisten zur sicheren Stromversorgung für einen weiteren Zyklus. Ja. Als ich vor ziemlich genau 10 Jahren meine Ausbildung darin begonnen habe, hätte ich nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal in der letzten Revision tätig werden würde. Ja, man ist schon etwas wehmütig, vor allem wenn man mitbekommt, eigentlich in welchem guten Zustand die Anlage sich noch befindet. Ja, ist natürlich ein bisschen ein komisches und trauriges Gefühl, wenn man sieht, dass so eine Anlage, die mehrfach Weltmeister war und auch die letzten Jahrzehnte immer sauber gelaufen ist, ja, dann auf einmal steht die letzte Revision noch. Wir machen es ja nicht für uns, wir machen es für die Bevölkerung. Wir machen es für Bayern, für Deutschland. Und das sieht man in den Leuten, das sieht man in der Leistung. Und das macht einen stolz. Obwohl das das letzte Mal sein wird, ja genau. Das war im Frühjahr diesen Jahres. Da sehen Sie noch die Corona-Maßnahmen. Deswegen haben die Leute teilweise noch die Masken auf. 3 Milliarden Euro, eins. Restwert. Schmeißen wir weg, brauchen wir nicht mehr. Was machen wir damit? Wir schmeißen es nicht nur weg. Im Kernkraftwerk Philippsburg wurde von 1979 bis 2019 Strom produziert. Nun wurden die Kühltürme von Block 1 und 2 des Kraftwerks dem Erdboden gleichgemacht. Durchgeführt wurde der Abbruch von Sprengmeistern mit langjähriger Erfahrung. Das Umweltministerium von Baden-Württemberg überwachte das Verfahren. Die Betreiberfirma Energie Baden-Württemberg AG sagte anschließend, sie sei mit dem Verlauf der Sprengung sehr zufrieden. Die Kraftwerkblocks seien wie geplant in sich zusammengefallen. Eigentlich hatte die Firma es Interessierten ermöglichen wollen, der Sprengung in der Nähe von Karlsruhe beizuwohnen. Aufgrund der Corona-Pandemie wollte sie jedoch vermeiden, dass sich ein Publikum zusammenfindet, weshalb der genaue Zeitpunkt der Sprengung geheim gehalten und die Videoaufnahmen öffentlich zur Verfügung gestellt wurden. Auf der ehemaligen Fläche der Kühltürme soll nun ein Gleichstrom-Umspannwerk entstehen, mit dem Strom aus erneuerbaren Energien vom Norden in den Süden gelangen und hier nutzbar gemacht werden kann. Greenpeace begrüßte die Sprengung des AKWs mit einer Lichtprojektion am Vorabend. Mit dem Slogan »Kein Geld für gestern« nutze die Umweltschutzorganisation den Anlass, um Klimaauflagen für die Konjunkturprogramme zu fordern, die im Zuge der Corona-Pandemie vergeben werden und die aus Sicht von Greenpeace eine Investition in ein sicheres Morgen darstellen müssten. Das lasse ich unkommentiert. Ich zeige noch mal ungefähr, wo wir im Jahr 2008 waren. Das ist so ein Modell, was ich da gebastelt habe. Sie sehen oben eine ökonomische Grenze, Sie sehen eine Energiewendegrenze und Sie sehen die Netzsicherheitsgrenze mit den Margen. Und im Jahr 2008 hatten wir einen Strommix. Der ist hier drüben. Sie sehen 23,3% Kernkraft, 20,1% Kohle, Braunkohle 23,5%, Erdgas 13%, Wind 6%, Wasser 4%. Biomasse 3%, Photovoltaik 0,6%, sonstige 5%. Das war der Strommix im Jahr 2008. Jetzt kommt die Energiewende. Und da passiert Folgendes. Man schaltet Kraftwerke ab. Sie sehen dort der Abschmelzprozess der gesicherten Leistung über die Jahre. Nehmen Sie die Zahlen nicht so ernst, die unterscheiden sich im Netz ganz stark. Das bedeutet aber, dass der Betriebspunkt des Netzes wird verschoben in Richtung teurer, ökonomische Grenze, und in Richtung Margen, Netzsicherheit. Im Jahr 2020 war er sozusagen an der Sicherheitsgrenze und an der ökonomischen Grenze. Und es wird ja weiter abgeschaltet, das heißt, der Abschmelzprozess der gesicherten Leistung geht weiter und im nächsten Frühjahr sind wir da. Das da oben, das Gelbe, ist die Strompreisbremse, wo man von der Regierungsseite versucht, den Stromnetzbetrieb wieder unter die ökonomische Grenze zu drücken. Und man hat die Margen jetzt ausgereizt, der Betriebspunkt ist außerhalb der Netzsicherheit. Sprich, wenn wir im nächsten Jahr eine stundenhafte Strommangellage kriegen, dann sind wir da. Und ohne Import geht es nicht mehr. Sprich, wir können das Netz nicht sicher betreiben, ohne Strom zu importieren ab April diesen Jahres. Die Reserven sind auf null abgeschmolzen
Und wenn die Franzosen oder die Schweizer oder die Slowaken, wer auch immer da an unserer Grenze rumdoktert, die Österreicher uns nicht helfen, dann gibt es Brownouts, dann wird Flächen abgeschaltet. Erst die Industrie und dann sie. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es den Blackout. Sie sehen hier, das ist auch so eine, nehmen Sie die Zahlen nicht zu wörtlich, das ist fiktiv wahrscheinlich, das sind Schätzungen. Aber Sie sehen die Anzahl der Netzeingriffe. Im Jahr 2003 2 und im Jahr 2019 6.000. Das heißt, die Jungs, die da auf diesen zentralen Schaltwarten der Netzbetreiber sitzen, mussten 6.000 Mal eingreifen, um das Netz zu stabilisieren. Handeingriffe sind das. Sprich, jeder einzelne Handeingriff ist ein Beinahe-Ereignis, ein verhindertes Ereignis. Und eine Häufung von Beinahe-Ereignissen ist nach der Sicherheitsphilosophie ein sicheres Anzeigen, dass ein großes Ereignis naht. Und das sehen wir an dieser Kurve und wir sehen auch, dass wir außerhalb der Netzsicherheit uns schon befinden. Und das ist die größte Gefahr für die nukleare Sicherheit in Deutschland. Warum sage ich das? Wenn Sie ein Kernkraftwerk sicher betreiben wollen, dann brauchen Sie eins dazu, nämlich Stabilität. Und wenn ich Stabilität sage, meine ich politische, ökonomische und soziale Stabilität. Soziale Stabilität, Sie wollen nicht, dass im Kernkraftwerk gestreikt wird. Wenn das sozial unsicher ist, wie das in Frankreich so üblich ist, da ruft der Schichtleiter auf der Leitwarte an, ist vor 14 Tagen passiert, auf der Netzleitstelle an und sagt, hey Jungs, wir wollen in Mouvement Social gehen, wir wollen streiken, passt es gerade, wir senken jetzt um 50% die Leistung ein. Das ist soziale Stabilität in der Kernenergie. Oder die ökonomische Stabilität. Nach der Netzderegulierung war es so, dass man mit Strom produzieren kein Geld mehr verdienen konnte. Das heißt, die Kernkraftwerke waren unterressourced und das heißt auch, dass sie nicht genug Geld haben für die nötige Personal- und Instandhaltungsausstattung. Und das hat sich inzwischen wieder gegeben, weil wir so eine Stromknappheit haben, dass jetzt bis zu 1.000 Euro für die Megawattstunde gezahlt worden sind, von durchschnittlich 60 auf 1.000 hochgegangen. Also das ist Irrsinn, was wir da tun und was wir da sehen. Und natürlich politische Stabilität. Wenn eine Kanzlerin mit einem Telefonanruf 8 Kernkraftwerke stilllegen kann, wo ist da die politische Stabilität? Wer wird noch in ein Kernkraftwerk investieren, wenn das so ist? Also Deutschland hat nicht mehr die nötige Stabilität, um Kernkraftwerke sicher betreiben zu können. Und das sind die Verursacher. Ich will die nicht als Alleinschuldige darstellen, die vorhergehende Regierung war nicht eindeutig besser. Das ist nicht gut. Hast du ein Problem? Ja, aber ich fürchte nicht nur ich. Innerhalb der letzten Stunden ist das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das ist das, was droht. Also mal vom Stromsozialismus, von den stundenweisen Abschaltungen von ganzen Flächen des Landes abgesehen. Wir beherrschen den N-1-Fehler nicht mehr. Wir sind so unterdeckt in der Leistung, dass wenn irgendwo der Strom knapp ist und es geht ein Fehler dazu, ein Umspannwerk brennt ab oder sowas, dann gibt es das. Und dann sind die ganzen Toten, die wir bisher durch die Industrie hatten, ein Klacks. Da gibt es Tausende von Toten. Weil stellen Sie sich vor, das ist ja nicht so, dass Sie zu Hause mit der Familie gemütlich sitzen und das Licht geht aus und der Fernseher geht aus und Sie machen eine Kerze an und machen eine Flasche Wein auf. So wird das nicht sein. Sie sind vielleicht im KDW im Aufzug mit 20 anderen und der bleibt stehen. Und dann haben Sie das Vergnügen, dass Sie eine Woche warten dürfen, bis Sie befreit werden mit diesen 20 Menschen im Aufzug. Sie werden zum Beispiel bei einer EIKE-Tagung sein und nicht zu Hause, wenn das Licht ausgeht. Das habt ihr gut gemacht.
Also die Folgen eines Blackouts sind so dramatisch, dass wir alle nur beten können, dass wir keinen haben werden. Weil, ich mache noch ein anderes Beispiel, eine Intensivstation in einem Krankenhaus. Haben wir hier Ärzte? Was machen Sie, wenn nach 2 Tagen der Diesel ausgeht, für Ihren Notstromdiesel mit den Patienten in der Intensivstation? Was machen Sie dann? Wir müssen umhergehen mit Morphium und ihnen die Gnadenspritze geben. Nur mal so als Beispiel, wenn Sie Mitleid haben mit den Leuten. Die deutsche Energiewende ist russisch Roulette mit 6 Patronen in der Kammer. Am 20. November 22 um 0 Uhr ist das unsere deutsche Stromerzeugung. Was sehen Sie da? Kernenergie macht ein bisschen, Biomasse macht ein bisschen, Kohle macht fast alles, Wind macht ein bisschen, Wasser fast nichts, Pumpspeicher fast nichts und ein bisschen Erdgas. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Kohle nicht gehabt in dem Moment, dann hätten wir einen Blackout gehabt. Ich komme langsam zum Schluss. Ich habe eine Preisfrage. Das ist der Preis. Unter Ausschluss des Rechtsweges, wenn mir einer sagt, wie viel Prozent die Kernenergie im Jahr 2008 zur Bruttostromerzeugung beitrug, dann kriegt er dieses Buch. Wer es zuerst sagt, hat gewonnen. Der Herr da hinten hat sich zuerst gemeldet. Was wollten Sie sagen? Wie viel? Falsch. Wer hat dann am lautesten gerufen? Sie? Okay, ich lasse Gnade vor Recht ergehen. Ich habe 2. Wer war's? Einer hier und der andere? Hier. Dieses Buch ist deswegen besonders wertvoll, weil es nicht im Handel ist. Das benutze ich ausschließlich für meine Seminare im Handel. Das lohnt sich nicht. Da kriegen Sie 2 Euro pro Stück. Dafür brauchen Sie kein Buch schreiben. 23,3% war die Lösung. Habe ich heute übrigens gesagt. Sie haben nicht aufgepasst. Ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Okay. Auch wenn es erschöpfend war, geben wir die berühmten 3 Fragen von hinten und dann da vorne. Ja, danke sehr, Herr Haferburg, für diesen ja etwas vorgetragenen Vortrag. 3-mal tragen, toll. Es hat uns alle sicherlich sehr beeindruckt und auch mich zumindest tief erschüttert. Ich wollte nur noch eine Zahl nachtragen. Sie hatten zuletzt diese Folie gezeigt mit den Netzeingriffen, die im Jahre 2019 bei rund 6.000 lagen. Raten Sie mal, wie viel dieses Jahr da kommen. Das sind, ich dachte es mal vorweg, ca. 13.300. Wir hatten Ende September über 9.000 oder um die 9.000 und die Strecke geht nach oben. Ich habe das neulich mal wieder recherchiert. Ich habe es nicht gefunden, sonst hätte ich es wahrscheinlich aktualisiert. Das sind ungefähr 35 pro Tag. 35 pro Tag. Kann sich jeder ausrechnen, was daraus folgt. Ja, danke für den beeindruckenden Vortrag. Selten so fernsehreif eigentlich eine Belehrung bekommen, was das alles bedeutet. Danke. Meine Frage, es betrifft die Diskussion, die immer wieder von den Grünen kommt, über die Situation in den französischen Kernkraftwerken, dass dort also weder die Sicherheit stimmt, noch die Kühlwasserversorgung. Dazu vielleicht noch einige Informationen, wenn du sie hättest. Danke. Ja, diese Diskussion ist ziemlicher Unfug. Was das Wasser betrifft, das ist in Frankreich ganz normal. Also man muss sich die Stromversorgung von Frankreich angucken. Ich fange mal mit dem Einfachen an, das Kühlwasser.
In Frankreich heizen wir elektrisch. Das bedeutet, dass ich heize in meiner Pariser Wohnung mit Strom. Wir haben 56 Reaktoren und Heizung braucht man normalerweise nur im Winter. Sprich, im Sommer ist ein Drittel weniger Leistungsbedarf in den französischen Kernkraftwerken als im Winter. Und deswegen macht es nichts aus, wenn man bei niedrigen Höhenständen in den Flüssen die Leistung ein bisschen absenkt. Das tut niemandem weh. Und das ist auch normal für Frankreich. Der zweite Punkt ist der Stillstand etwa. Derzeit steht ungefähr noch ein gutes Drittel der französischen Reaktoren still. 12 davon haben Risse in den Noteinspeiseleitungen. Und das ist alles so ein bisschen die Folge von Corona, muss ich sagen. Die Reparaturen wären längst abgeschlossen, wenn man nicht in den 2 Jahren Corona durch ein striktes Regime so eine Bugwelle von Instandhaltungsmaßnahmen vor sich her baggern würde. Die haben ja 2 Jahre lang nur das Allernotwendigste gemacht. Und dadurch ist ein Rückstau entstanden von Instandhaltungsmaßnahmen. Und deswegen konnte man nicht schnell genug diese Risse reparieren. Und jetzt ist es so, dass man nicht genug Schweißer hat. Sprich, 12 Reaktoren stehen still, weil man warten muss, bis die Schweißnähte repariert sind. Insgesamt, ich habe gerade gestern nochmal nachgeschaut, insgesamt sind 31 Reaktoren wieder in Betrieb. Und bis zum Februar sollen sie angeblich nach, wenn man unserer Energieministerin vertraut in Frankreich, sollen sie alle wieder in Betrieb sein. Muss nicht unbedingt sein, wenn wir 50 wieder kriegen oder 48, dann reicht das für Frankreich auch. Allerdings, ob wir den deutschen Strom liefern können, das ist mir nicht klar.